Hallo und herzlich willkommen zu Plan Zoo. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass ihr dabei bist. Heute gucken wir uns das DLC Conversion Pack an. Wir schauen mal, was sich darin alles beherbergt, was das alles Neues bringt. Und ich bin natürlich top vorbereitet und weiß natürlich komplett alles über dieses DLC. Wie immer, das Gute ist, wir sind nicht mehr im Franchise-Modus. Heißt, wir brauchen das nicht mehr zu erkunden, ne, zu erforschen, sondern wir können direkt drauf zugreifen. Und dafür gehen wir jetzt einmal in den Bauabschnitt und sagen Filter, Inhaltspaket und suchen. Ach so, ja. Ich wusste selbstverständlich, natürlich wusste ich, dass Conversion Pack Arterhaltungspaket heißt. Wusste ich selbstverständlich, deswegen habe ich das instant gefunden. Und wir haben hier Gemüse? Okay, wir haben sehr viel Gemüse. Wir haben Gemüse. Wir haben... Warum hat man hier Gemüse? Karotten? Können die Tiere essen? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Kartoffel... Wir haben den Kürbis, den Blumenkohl selbstverständlich. So, guck mal hier, ganz viele Kürbisse. Dann kannst du Halloween ein bisschen nachspielen. Hier, sensationell. Guck dir die Kürbisse mal an. Ach, schön. Weißt du was? Pass auf, da ich ja auch top vorbereitet bin, würde ich das jetzt erstmal hier alles umlackieren, ne, damit das hier so ein bisschen besser, damit man so ein bisschen besser... Kann das sein, dass die Texturen ein bisschen schärfer geworden sind? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber kann das sein? Das sieht ein bisschen... Bisschen schärfer aus. Oder meine ich das nur? Ist ja krass. Okay, okay. So, was haben wir noch im Arterhaltungspack? Wir haben 3D-Druckerwand. Ja, also man hat eine 3D-Druckerwand. Kann man sich auch selber zu Hause nicht herstellen. Ja gut, geriffelt halt, ne? Kann man die wenigstens umlackieren? Ja, die kann man umlackieren. Okay, das ist schon mal gut. Dann haben wir einen Abfallcontainer. Wir wissen natürlich, wofür dieser Abfallcontainer ist. Nämlich, das ganze Gemüse dort reinzuschmeißen. Aufkleber-Sonnenblume. Okay, okay, okay. Flower Power ist angesagt. Wofür... Wieso kann ich die hier draußen nicht anbringen? Okay, ich setze jetzt einfach mal dahin. Dann haben wir einen Blumentopf. Sieht aus wie so ein Fressnapf, ne? Bemalter Blumentopf. Junge, was ist das denn? Bemalter Fuß. Achso, das ist der Fuß davon. Achso, da kann man den draufsetzen. Blumentopf. Der ist schon etwas größer. Kann man die umlackieren? Die kann man umlackieren. Sensationell. Okay, dann bin ich ja begeistert. Biofahrtbogen. Oh, guck mal, was man daraus machen kann. Pass auf, warte, ich zeig dir mal. Oh, wie süß ist das denn? Oh mein Gott, ich krieg mich gar nicht ein. Warte. Und dann macht man das hier einmal drehen. Geht das? Passt das? Funktioniert das? Oh, ja, fast. Komm, fast. Fast, oder? Komm. Ja, komm. Es ist... Ja. Ah, oh, super. Das brauche ich unbedingt. Ich habe noch nicht bis jetzt heute verstanden, wofür diese Torbögen sind. Ja, da kann man durchlaufen. Na. Aber ich weiß nicht, wo man die platzieren könnte. Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, wo ich die hinsetzen könnte. Und nebeneinander kopieren geht ja auch nicht, weil dann sieht das sehr Copy-Paste-mäßig aus. Wir haben Rindenmulch hier. Nicht zu verwechseln mit... Kudung. Dann haben wir hier dekorative Seerose. Eine Seerose ist das, was auf dem Wasser schwimmt. Ja? Das hier! Junge! Das ist alles anderes als eine Seerose. Was soll das sein? Ich meine, das sieht cool aus, keine Frage, aber... Ist das denn ein fertiges Dekorobjekt? Dass das schon alles zusammengebaut wurde. Dann will ich die Lampen hier haben. Yo, das ist fertig gebaut. Okay, geil. So, was haben wir denn noch? Weil dann die Lampen sind cool. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben ein Weidekörbchen. Dann haben wir eine Gießkanne. Falls du dich gefragt hast, wie die Gärtner hier die Blumen gießen. Jetzt hast du die Antwort mit einer Gießkanne. Oh, das ist cool. Ey, ohne Flachs, das ist richtig geil.
Weil wenn ich mir überlege, ich habe hier immer, ja gut, du musst ja natürlich trotzdem immer noch alles entweder sandig darunter machen oder so, aber das könnte wirklich hilfreich sein. In dem einen oder anderen Gehege. Ja. Okay, die gucken wir uns nicht an, die fertigen Dinger. Das war jetzt irgendwie so ein Fail-Ding. Insektenhotel. Ist das auch wieder ein fertiges Objekt? Nein. Ja, also ist ein komplettes Objekt. Okay, cool. Ich habe früher in Büchern dieses Teil gesehen. Und ich habe immer gedacht, die haben da Käse drin aufbewahrt. Ich habe mir den Text nicht durchgelesen. Ich habe immer gedacht, hier liegt Gouda und sowas drin. Naja. Wieder was gelernt. Jalousienlamelle. Das ist ein Holzstück. Arterhaltung Jalousienlamelle. Das ist Holz. Das ist einfach nur... Ach so. Ah, okay. Ne, Jalousienlamelle sind die Dinger. Dann kannst du die da dran setzen. Ich verstehe. Ah, das ist cool. Schön fürs Fenster oder so. Noch mehr Blumentöpfe. Klimaanlage. Okay, es sind... Ich mache einfach da mal Blumentöpfe raus. Wir haben... Das ist aber auch... Oh, kann man sogar direkt draufsetzen. Sehr geil. Wir haben Kreisfahrtbogen. Ja, also wer auf Bögen steht, wird hier richtig glücklich werden. Wir haben Kunststoffeimer. Oscar aus der Tonne. Okay. Ey, der ist orange. Alter Verwalter, der ist orange. Wieso ist der blau? Oh, warte mal. Kann das sein, dass die hier wieder alles mal zurücksetzen? Zurücksetzen? Ja. Das war bei Planet Coaster auch mal, bei einem DLC. Da haben die alles in eine Farbe gefärbt. Ich weiß nicht warum. Das war damals so ein Bug. Kannst du hier nämlich wieder zurücksetzen und dann siehst du orange. Ja, also falls du dich fragst, einfach auf zurücksetzen klicken. Dann haben wir Lamellenverkleidung. Ja, okay, das sind ein paar Balken. Ist aber nicht schlecht. Also ist jetzt ohne Flachs, es ist ja manchmal so, dass ich wirklich irgendwas am Bauen bin und dann denke ich, okay, das Holz passt nicht, das Holz passt nicht, das Holz ist ein bisschen zu sehr gebogen. Das würde auf jeden Fall passen. Finde ich cool. Also, beziehungsweise umso mehr Holz, umso besser. Wir haben hier auch nochmal, guck mal, so eine Holzverkleidung, wo Wind durchkommt. Lamellen, alles Lamellen, sehr schön. Und da sind die Särgen. Warte mal, ich muss hier auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen, wir können auch mal theoretisch einfach hier so ein bisschen größer machen alles. So. Dann gehen wir jetzt nochmal in den Bauabschnitt und gucken nochmal nach. Wir haben nämlich diese sagenhaften, tollen Echtlampen. Okay, das ist Deckenrose. Ja, das ist für die Decke. Man muss sich die jetzt andersrum vorstellen. Ja, also du musst dir die theoretisch so vorstellen. Moment. So, und dann hoch. Sieht aus wie eine Träne im Wind. Nein, ist gut. Achso, die kannst du hier noch drum machen. Oh, krass. Okay, ist cool. Das hier auch noch. Das würde ich dann halt... Ist das jetzt direkt eine Lampe drin? Ist da eine Lampe drin? Kann man... Warte mal, ich kann das ja ganz einfach testen. Einschalten, kann man die? Ja. Also hier ist schon eine Lampe drin. Okay. Laternenpfahl. Ich finde die echt schick. Okay, das ist nur der Stiel von der Laterne. Also kannst du die auch noch selber bauen. Dann kannst du sagen, ich baue mir die so. Gefällt mir. Ja. Weil jetzt habe ich ein Unikat geschaffen. Das gab es vorher noch nicht, wenn ich das hier so baue. Deswegen ist das da drin. Aber es sind coole Objekte diesmal bei. Muss man mal sagen. Modularstruktur. Das ist wahrscheinlich fertig, oder? Ja, ist fertig. Okay. Dann haben wir hier noch so einen Tunnel. Ich sage ja, die Bogenfreunde kommen hier auf ihre Kosten. Wir haben hier nochmal ein paar Kisten oder Pappkartons. Wir haben hier einen Regenrinneabfluss. Regenrinnenfallrohr. Gab es nicht schon eine Regenrinne hier? Oder vertue ich mich jetzt wieder mit Planet Coaster? Regentonne Boden. Ah ja, okay, cool.
Sehr geil. Also du kannst hier sehr, also viele Sachen, die es halt noch nicht gab in Plan Zoo, kannst du jetzt mittlerweile so, oder beziehungsweise kamen dazu, ich habe den Faden ein bisschen verloren, kamen dazu und kannst jetzt detaillierter arbeiten. Kannst halt am Wärterhäuschen zum Beispiel so einen Regenschlauch hinsetzen, ne, oder so eine Gießkanne. Finde ich cool. Oder so eine Schubkarre. Was haben wir hier? Schubkarrengriff. Weil... Achso, die kannst du ja auch noch selber zusammenbauen. Schubkarre Rahmen. Hä, was kannst du dir denn da zusammenbasteln? Achso. Ja, mit 4 Reifen. Ah ja, okay. Und den Griff noch dran. Wupp. Hasse. Guck mal, wie schnell ich eine Schubkarre baue. So, dann haben wir Amur Leopard. Junge, du siehst aus wie so ein fetter Hamster. Ich kann da nicht für, aber da ist irgendwas schiefgelaufen. So ein Pferd, wie heißt das? Brzewski-Pferd? Sieht auch wie so ein... Was ist denn mit denen passiert? Warum sind die so breit? Siamang? Okay, der ist witzig. Den finde ich cool. So eine Antilope? Den finde ich am besten. Der hat irgendwas. Wir haben Solar-Gegenlicht. Solar-Gartenlicht, Entschuldigung. Haben wir. Kleiner Leuchtturm, theoretisch. Spalierwand für die einen, für die anderen eine Palette. Spalierwand. Okay, hier hast du wieder Blumentöpfe. Hier haben wir den Amur-Leopard. Axolotl. Ist ja so voll der Hypefisch geworden, ne? Also der war ja richtig... Axolotl, hier. War ja... Ist ja richtig, richtig gerade im Hype. Warte mal, heißt ja Axolotl 2, ne? Dann haben wir hier nochmal ein Pferd. Hilft mir ja gerade. Siamang. Ist ein Affe, okay. Ich cheate gerade nicht. Ich gucke nicht gerade, was für Tiere hier drin sind. Eine Hummel. Hummel, Hummel, Hummel. Marienkäfer. Marienkäfer gibt es jetzt auch. Okay. Ein Wasserhahn. Okay, das sieht falsch aus. Das sieht so falsch aus. Dann machen wir den hier dran. Wandschlauch. Okay, cool. Kannst halt, ne, irgendwo an die Wand hängen. Hier zum Beispiel. Warte, setzen wir den hier hin. So beispielsweise. Ein Besen. Ja, und halt Werkzeug, jede Menge. Krass! Okay, das ist auch cool, die Skulptur. Gibt echt viel diesmal. Viele schöne Objekte, viele, die man gebrauchen kann. Oh ja. Oh ja. Tiere. Wir gucken mal ganz kurz nach Tieren, weil ich bin ja immer top vorbereitet. Ich weiß natürlich hundertprozentig, welche Tiere immer dabei sind. Nein. Amur-Leopard ist dabei. Vom Aussterben bedroht. Bestand in Wildnis 110. Das ist krass. 110. Habe ich aber tatsächlich so noch nie gesehen. Also im Fernsehen, im Zoo oder sonst irgendwas, ne? So, dann haben wir den Hypefisch, Axolotl. Dann hatten wir ein Pferd. Ein Pferd war noch dabei und ein Affe. Warte, ich bin noch gerade... Der Darmhirsch? Der... Ist der Dammhirsch auch dabei? Weil ich kann mich tatsächlich nicht dran erinnern. Ich würde sagen, ja, der Dammhirsch ist auch dabei. Ich weiß natürlich nicht, wie viele es wieder neue Tiere gibt. Das ist immer so ein Spaß, da rauszufinden, welcher das sein, welche Tiere dabei sein könnten. Feuersalamander? Nee. Ist auch nicht neu. Also der Dammhirsch ist dabei. Das Axolotl. Und bis jetzt Amur-Leopard. 3. Warte, ich gucke noch weiter. Ich sehe erstmal gar nichts. Heiliger Pillendreher. Ich darf dazu nichts sagen. Der kommt aus Katar. Koala, nein, auf keinen Fall bist du neu. Der Kranich ist auch nicht neu. Wo ist denn das Pferd? Da. Das Pferd ist neu. 4.
4. Und der Siamang. 5. 5. Ich würde sagen, oh, 6. Säbelantilope. 6. Die ist auch neu. Und das 7. 7. Die haben noch nicht so viele Tiere diesmal reingeballert, oder? 7 und der eine da. Warte. 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 Da oben. 8. Komm. Ich gönne den mal. Also, die haben so viele Objekte reingehauen. Ich würde sagen, fast, die haben jetzt 8. Das Problem ist, du kannst hier nämlich nicht nachfiltern. Das heißt, es ist für mich immer so ein Spaß und eine Freude. Und ich glaube, ich habe alle gefunden. Ja, sieht auf jeden Fall danach aus. Also 8 Tiere. Mhm. Aber abgesehen von den Tieren, ob das jetzt Humbug war oder nicht, was ich jetzt gesagt habe, ob das stimmt oder nicht, abgesehen davon, die Objektanzahl, die Objektqualität, braucht man nicht drüber sprechen, sind immer toll. Ne, weil bei Planet Coaster so, bei Planet Zoo so, die Objekte, muy bueno, die sind echt gut. Die helfen mir in dem einen oder anderen Gehege echt gut weiter. Was ich sagen muss, ist aber, das habe ich vergessen am Anfang, ich bin vorhin mal auf die Shop-Seite gegangen. Hey. Also, ich habe die ja nach und nach gekauft, die DLCs, oder teilweise auch geschenkt bekommen, aber nach und nach gekauft. Es gibt jetzt so Pakete, wo 130 oder was drin ist, und da ist das neueste DLC noch gar nicht drin. Also ist das ein guter Wert, oder beziehungsweise mit den ganzen DLCs und das Hauptspiel, wenn du alles normal bezahlt hast. Puh, das ist eine hohe Summe, ne? Ich meine, die DLCs sind nicht zwingend notwendig. Du kannst mit dem Spiel, mit dem Basisspiel sehr, sehr viel Spaß haben, ne? Und du kannst ja auch zum Beispiel sagen, das eine DLC mag ich nicht, ne? Ich möchte jetzt das haben oder so. Da ist halt der Vorteil. Aber ich sag mal, mit dem Basisspiel hast du halt auch sehr, sehr viel Spaß, sehr, sehr viel Beschäftigung, sehr lange Beschäftigung. Und muss halt jeder selber wissen, ob er so viel Geld ausgibt, ne? Aber wenn du das siehst, wird dir schon anders. Schreib mir gerne Kommentare, was du von dem neuen DLC hältst. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.